Willkommen zurück hier in Foundation zu einer neuen Runde ohne Sound. So, jetzt aber diesmal mit Sound. Fertiggestellt Brunnen. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Brunnen... Ach, das ist der hier. Wunderbar. Also zur Vorgeschichte dieser Episode ist zu erwähnen... Jawohl. Perfekt. Dass ich gerade... Wie viel? 43 Minuten aufgenommen habe und ich habe nur Sound, ich habe kein Bild, ich habe so viel gelabert, ist alles weg. Und in diesen Minuten habe ich Sachen gemacht, wie zum Beispiel diese Hausverschönerung, damit die Häuser hier alle wieder auf hohem Niveau sind, wie auch das hier, das immer noch im Durchschnitt ist. Und das mache ich jetzt gerade, weil ich das angeklickt habe mit Zierbäumen. Ich habe hier übrigens wunderbar eine wunderschöne Flussallee gebaut, auch zu sehen im letzten Video, beziehungsweise eben nicht. Och, jetzt habe ich wieder die Maus so sehr. Hier, Baubeginn. Reicht das schon aus? Nein, natürlich nicht. Ich habe vergessen, die Shift-Taste zu drücken. Ach, mein geiler Gesang geht weiter. So, nochmal zwei. Jawohl. Und das Ganze habe ich auch für da hinten gemacht. Also ich muss erstmal alles selber rekapitulieren, was ich die letzten 40 Minuten gemacht habe. Und zwar diese Häuser hochgezüchtet, dass die auf alle auf hoch sind. Und dann habe ich nämlich bemerkt, dass es meinem Volk ziemlich schlecht geht. Zwar auf 56% in den letzten Stunden war das eher so auf ja, so 87, zwischen 84 und 87, also wirklich toll. Aber jetzt habe ich minus 20% der Grundstimmung, allgemeine Zufriedenheit, Runde auf 54, da 166 Dorfbewohner keine Nahrung finden. Und gegen das bin ich natürlich entschieden vorgegangen. Das geht gar nicht. Nicht drin. Genug Fischer, ich habe die auch alle besetzt. Ist auch konstante Nahrungsquelle, jedoch mit schwindender Bedeutung. Ich habe bemerkt, dass ich ein Brotproblem habe, wenn man das so nennen kann. Ich habe jetzt hier ja eine neue Weizenfarm und die hier ist gerade im Bau. Und zwar habe ich hier erstmal Wald abholzen müssen durch diesen Holzfäller, den ich bald schließen werde, damit ich hier Felder an Pflanzen bauen kann. Ich habe das auch schon priorisiert. Die drei bestehenden Brauereien wollte ich nicht anfassen, weil jetzt gehe ich mal auf das Ressourcenfenster oder auf das Warenfenster. Und da war nämlich zu sehen, dass ich nicht so viel Bier habe und nicht deswegen die Produktion hier, was 32, die Produktion nicht herunterfahren möchte. So, ein Blick auf die Kirche, die mir wirklich sehr gut gefällt. Das ist wirklich gut geworden, mit den zwei Glockentürmen da noch nachträglich hinzugefügt. Und da fehlt jetzt nur noch dieser Teil hier. Ich meine hier, das ist Zentimeterarbeit gewesen. Der guckt quasi direkt auf die Kirchenmauer drauf, aus 10 cm Entfernung, vielleicht 20 cm. Witzig. Interessanter Ausblick auf den Innenhof. Aber im Großen und Ganzen sieht ja nicht gut aus. Vielleicht baut sich das Haus ja nochmal um, ist erst eins. Vielleicht gibt es da noch einen Ausbau, dann sieht es wieder anders aus. Ansonsten reiße es einfach ab. Warum? Weil ich es kann. So, ich sprach von der Nahrung und schaut, das schlechte Wetter ist vorüber. Welch eine Erleichterung. Das ist wirklich mal eine sehr, sehr gute Nachricht, weil jetzt kann ich nämlich mal der Glanz meines Dorfes, den Glanz meines Dorfes rum, in voller Pracht und bei Sonnenschein zeigen. Zwar nur in HD, nicht in 4K. Und warum ist das jetzt alles unscharf? Scheiß Schiefenterfe. Jetzt sieht man's gut. Naja, geht so. Aber trotzdem sieht man schon, dass da einiges außenrum entstanden ist. Ich habe diese Mauer gebaut, das Kloster ist fertig. Ist jetzt gerade in der zweiten Ausbaustufe, wie man hier sieht. Also die zwei Kräutergärten habe ich besetzt. Das läuft auch wunderbar. Sind fleißig am Arbeiten. Ich habe 4 Mönche. Und ich habe hier auch einen Speicher. Mit dem David. Genau, das war dieser da.
der die Kräuter sammelt. Und das klappt auch wunderbar. Die gibt es auf dem Markt, die werden gekauft. Das ist eine super Kette, die da gerade funktioniert. Fragt sich noch, wie lange. 27,7 habe ich verkauft diese Woche. Müsste eigentlich zur allgemeinen Zufriedenheit positiv beitragen, aber ich habe dieses Nachrichtenproblem. Das Nahrungsproblem. Das habe ich noch nicht so unter Kontrolle. Noch nicht wirklich gelöst. Tja, ich habe wirklich keine Beeren. Ich habe inzwischen auch das Personal erweitert. Nicht vom Lagerhaus, sondern von diesem hier. Das sind jetzt 4 Leute am Rennen und die karren ran. Fische, Beeren, Brote und Wildschweine. Wie die Gallier fallen sie darüber her. Ich bin auch schon fast schon am Limit für meine Wildsäue. Ich meine, ich habe hier einen Jäger. Das da hinten ist übrigens die Honigproduktion, die zukünftige, die hier entsteht. 3 Bienenzüchter. Ich habe die Kirche, das Kloster hier auch priorisiert inzwischen. Nein, habe ich nicht. Soll ich mal tun? Ja, das kann ich schon machen. Die brauchen nur ein paar Bretter. Wunderbar. Das ist gut. Gefällt mir. Ich meine, ich könnte jetzt hier meine Produktion wieder hochfahren, aber ich lasse es mal so. Das gefällt mir jetzt gerade besser, dass die Rohstoffe ein bisschen runtergefahren. Oh. Mensch, ihr Loser. Ist voll cool bei mir hier im Dorf. Ich habe noch genug Platz. Das gefällt allen. Vielleicht mit dem doch sehr hoch. Ah, niedrig. Hier, Mister. Ich war ja vorhin gerade beim Ausbau der dekorativen Elemente, was ich jetzt fortsetzen kann. Soldaten waren erfolgreich. Ich hätte nichts anderes erwartet und sind auch von der Mission zurück. Das bin ich damit mal gespannt. Da gibt es einen Haufen Kohle, was ich auch zeitweise gut gebrauchen kann. So. Sehr hoch sogar. Das gefällt mir. Und hier hat einer direkt neben Baumeister gebaut. Aber hoch, gut. Das ist der Luzasko. Wo treibt der sich rum? Der ist Sammler. Wahrscheinlich da oben. Genau. So ist es. Wen können wir denn befördern mit $300? Ich habe vorhin schon überlegt, ich könnte mal von denen ein paar mehr nehmen. Ja, Level 6. Ja, und da hört schon auf. Dann haben wir hier ein Level 4, den ich befördern könnte. Noch ein paar andere. Ja, machen wir noch einen. Mehr geht ja eh nicht. Und dann mache ich hier mal, da muss ich schon auf die Level 3 hören. Das war's schon. Wegtreten. Vielen Dank. Gibt leider nicht mehr. Gerade nicht. In Anbetracht des Mangels meiner Waren ist das keine gute Entscheidung. Tut mir leid. Die hohe Pracht eines ihrer Denkmäler hat einige eurer Dorfbewohner inspiriert und sie möchten zu Ehren dieses Ereignisses ein Meisterwerk edelsteinbesetztes Kreuz bauen. Schön. Optionaler Bonuseffekt, gewinnt +2 Mützen Einfluss pro Woche. Baubedingung? Keine. Schön. Vielen Dank. Ich fühle mich geehrt. Und die Kirche ist fertig. Deswegen habe ich das bekommen. Jetzt ist mir alles klar. Diese pompöse Kirche. Wow, mit so einem doppelten, dreifachen Schiff. Querschiff. Und die Türme, die kann man schon gar nicht mehr zählen, so viel. Mal gucken, wie sich das jetzt anhört. Und hier, beginnt direkt 24 Schläge. Nochmal C, setzt 3 Sekunden später ein mit 18, dann kommt das G 8 Sekunden später. C mit 4, 18, das passt. Oder hier, ja, ein paar langsamer wahrscheinlich. Dann kommt wieder ein E. Also ich habe jetzt C, G und E. Ja, das klingt gut. Und mit 18 Schläge relativ langsam wieder C, C. Das habe ich auch schon gehabt. Aber hier haben wir jetzt ein E, ein neues. Und das C2, das ist eigentlich eine gute Idee. Das mache ich jetzt wirklich mal dazu. Soll es nach 8 Sekunden Verzögerung einsetzen mit ca. 12 Schlägen. Und zwar relativ langsam. Und E beginnen wir hier gleich. Relativ langsam, machen aber auch 12. Abgeschlossen. So, jetzt mal schauen. Weit entfernt war. Ach, vielen Dank. Weit entfernt war es, das weiß ich.
2959 Goldmünzen. Sehr gut, vielen Dank. Das füllt meine Schatzkammern wieder vollständig auf. 110 Brot. Ich werde verrückt. Das ist wirklich super. Ich frage mich zwar immer, wo die hinkommen, weil im Moment wird reserved 110. Boah, die wollen wirklich Brot. Wirkliche Bröter hier. Bröter, die Bröter hier von meinem Dorf. Bären. Die sollten halt schon eher gehen. Aber das ist Wahnsinn, wie die alle schon reserviert sind auf 0 runter. Und wo sind die jetzt alle? Reserved total. Das frage ich mich jetzt wirklich, wie diese Logik funktioniert, weil auf dem Markt sind sie mir nicht. Da sind da 6, 4. Tendenz abnehmend, stetig monoton fallend, hat man früher dazu gesagt. Und jetzt werde ich mal dieses Glockengeläut anhören. So, schön ranzoomen. Und ab geht's. Ja, hört sich gut an. Oh. Ja, immer noch. Ah, die eine ist ein bisschen zu langsam. Ist es das C1 oder C2? Aber doch, hört sich schon, finde ich, ziemlich real an. In seinem Dom es sein muss. Eine klingt noch nach. Das war so geplant. Wunderschön. Ich bin begeistert und wirklich froh, dass auch dieses Projekt funktioniert. Auch von der Einwohnerzahl ist es natürlich super gut. 136 Leute haben jetzt Platz in dieser Kirche. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich eine gewisse Zeit lang keine Probleme mehr haben sollte mit meinen treuen Kirchgängern. Müsste man jetzt mal beobachten eine Woche. Es geht schon auf 80, aber ich meine, das ist auch schon Tag 5. Das ist ja immer auf eine Woche gerechnet. Was haben wir jetzt hier fertig mit Militärmission? Ah ja, da kann ich ja jetzt mal schauen, wie geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind verwundet plus 8. Meine Güte. Sind die schon alle zurück? Ja, genau. Ruh dich aus. Queniba. Wow. Die sieht ja cool aus. Das ist wirklich... Das sieht man auf den ersten Blick, dass die eine gute Soldatin sein muss. Sehr gepflegt. Sehr strukturierter, disziplinierter, wackeliger Gang. Die hat auch direkt einen Nachfolger. So quasi... Das sind ja die Paparazzi hier, Stalker in Foundation, die ihr auf jeden Fall recht naher Nähe folgt. Ja, schön. Aber ihr geht's nicht gut. Ich habe gerade frei. Das heißt, sie wird jetzt als nächstes auf den Markt gehen und wird sich Essen kaufen. Was konnte sich nicht Nahrung? So, und jetzt wird sie in der Rustic Church. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Warum geht die jetzt hierhin zurück? Naja, Tag 6. Ich meine, diese Kirche, die ist doch viel schöner und größer. 110, 111 steigend. Tag 6. So groß ist das dann auch wieder nicht. Vielleicht sollte ich mal... drüber nachdenken, eine dritte Kirche zu bauen. Aber ich habe nicht schon eher gehofft, dass die erstmal ausreicht. Muss ich mir noch überlegen. Ja, schön. Es entscheiden sich mal wieder zwei neue Leute dafür, bei mir einzuziehen. Willkommen, Mr. Bart und ohne Bart. Bin mal gespannt, wie ihr denn da essen möget und was eure Berufe sein werden. Denn ich habe einige Stellen frei. Die Konjunkturtour läuft. Hier in der Sammlerhütte geht es schon gut ab. Die habe ich neu besetzt. Für die habe ich noch frei. Und die Tarea, die habe ich ja gar nicht mitbekommen, weil die kommt. Die gibt ja auch mal mit Gas, weil hier wird es eng mit den Berries. So, Tag 7. Kirche. Oh, allgemein. Ach, sind wir ein bisschen versteckt hier. Wo ist es denn? 124, Wahnsinn. Bam, und da war der Cut. 124 aktuell. Bei 251 Leute ist das natürlich schon möglich, dass die ziemlich gut besucht wird. Jetzt kommt der Mönch, die mich gerne
die Audienz gewähre. Guten Tag. Ich würde gern dem Volk helfen. 50 Holz, das soll ich sogar direkt hinkriegen. Wunderbar, vielen Dank. Ciao. So.